Ja, herzlich willkommen zum gemeinsamen Vortrag von Bodenberger und Parsonate. Es geht um die semiautomatische Katalogerstellung, ganz bewusst semiautomatisch. Hat es schon bei dem einen oder anderen Vortrag gehört, automatisiert immer schön gut. Wir haben gleich gesagt, okay, wir können nicht alles automatisieren. Wir nennen das ganze Projekt semiautomatisch. Anders ausgerückt, aus dem Wind starten auf die Überholspur. Eine Revolution der Katalogerstellung bei Rodenberger. Das ist keine Revolution in der Branche, aber es war eine Revolution für Rodenberger. Und das wollen wir gerne vorstellen in dem Projekt. Und, genau, erstmal zur Vorstellung. Mein Name ist Patrick Nonnenweiler. Ich arbeite bei der Parsonate als Senior Business Consultant. Ich bin jetzt schon seit circa 10 Jahren im Publishing-Bereich tätig, seit circa 7 Jahren für die Print Suite. Und ich unterstütze bei der fachlichen Beratung und auch bei der Implementierung der Publishing-Projekte. Genau. Mein Name ist Bastian Seib. Ich bin Head of Product Data Manager oder Management bei Rodenberger seit 2019. War vorher auch in Agenturen unterwegs, habe selbst PIM-Systeme mitentwickelt und auch implementiert bei Kunden und eben jetzt bei Rodenberger verantwortlich für die PIM-Systeme, die wir auch für unsere Marken nutzen und eben auch für das Projekt, was wir jetzt hier vorstellen. Erstmal zu Rodenberger. Rodenberger ist ein Werkzeug- und Maschinenhersteller, gibt es jetzt seit über 70 Jahren, 1949 in Frankfurt gegründet. Wir sind Vollsortimenter für den Bereich Heizung, Sanitär, Heizung, Klima, Kälteklima und auch Rohrleitung, also die ganzen Rohrweltmaschinen für das Kunststoffrohrschweißen. Und bei uns steht der Anwender eigentlich im Vordergrund. Und und unsere Profis oder die Profis, die bestimmen eigentlich unser Portfolio. Wir haben ein sehr großes Portfolio für diesen Bereich, 6.000 Produkte. Unser eigener Produktionsanteil liegt bei 70%, was sehr hoch ist. Wir haben 7 Produktionsstätten und roundabout jetzt 1.600 Mitarbeiter. Und wir verkaufen in 120 Länder. Und dieser Verkauf in 120 Länder wird man jetzt auch sehen. Wir bedienen nicht alle 120 Länder, aber für das Projekt haben wir gesagt, okay, wir haben ein PIM-System vorher entwickelt und auch implementiert. Da haben wir 27 Sprach-Länder-Varianten und die wollen wir auch irgendwann ausrollen. Bevor wir aber zum Projekt kommen, Patrick, kannst du noch was zu Parsonate sagen? Genau, zu Parsonate. Ja, wir von der Parsonate, wir begleiten unsere Kunden bei der digitalen Transformation. Und ja, das machen wir jetzt schon seit 2013 und wir implementieren Projekte und dabei finden wir auch ganz neue Lösungen und das machen wir letztendlich immer auf der Basis von Daten. Wir haben gemerkt, wie wichtig Daten sind und deswegen haben wir so einen kleinen Leitsatz, wir nennen es Data Leadership. Und wenn du einen weitergehst. Ganz grundsätzlich zur Parsonate, wir haben circa 230 Mitarbeiter, mit denen arbeiten wir für 250 unterschiedliche Kunden. Das machen wir auf 5 Standorte verteilt und dabei fokussieren wir uns auf die Themen Strategieberatung und die Systemintegration. Und dabei sind wir mit vielen Partnern unterwegs, natürlich mit Werk 2, aber auch mit ContentServe, Informatica, mit vielen PIM-Anbietern, aber auch mit vielen anderen Partnern an der Stelle. Genau. So, um jetzt zum Projekt zu kommen, man sieht es schon im Bild, der ganze Vortrag ist so ein bisschen ein Looney Tunes adressiert, einfach wirken lassen. Ja, was ist die Ausgangssituation oder was war die Ausgangssituation, als wir mit dem Projekt gestartet hatten? Wir haben das Ganze mal in 3 Bereiche unterteilt. Also die Ausgangssituation war folgende. Wir haben mit Parsonate schon erfolgreich zusammengearbeitet. Wir haben damals das PIM-System in der Auswahl zusammen mit Parsonate ausgewählt und haben das auch dann mit Parsonate erfolgreich implementieren können für alle unsere Landesgesellschaften und auch jetzt schon mehrere Marken, die im Rodenberger Konzern ansässig sind. Und die Ausgangssituation war folgende. Wir wussten oder wir hatten schon auch bevor wir mit Parsonate zusammengearbeitet haben, wir hatten eigentlich immer ein PIM-System, was aber nie wirklich unseren Anforderungen, um den nächsten Step zu machen, irgendwie so ein bisschen ausgereicht hat. Deswegen ist der Prozess eigentlich so mit das Wichtigste. Rodenberger ist sehr prozessgetrieben,
Wir haben eigentlich für alles Prozesse, wir leben auch danach. Leider gab es in der Ausgangssituation Prozesse, nach denen wir gelebt haben, die aber vielleicht nicht optimal waren. So ist zum Beispiel, dass ein Prozess der Katalogerstellung komplett parallel zu den ganzen Produktabbildungen und Artikelabbildungen online, komplett parallel vom Marketing durchgeführt wurde. Also komplett parallel Prozesse. Und das ging so ein bisschen zu optimieren. Das wussten wir von Anfang an und da wollten wir auch hin. Also das Grafikteam, das hat den Katalog erstellt, Online-Team hat mit PIM zusammen die ganzen Websites gemacht. Das wollten wir so ein bisschen kombinieren. Technologie, auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ContentSurf als PIM-System implementiert. Und bei uns ist es so, unser Katalog ist produktspezifisch aufgebaut, unsere Online-Abbildung komplett artikelspezifisch. Wir hatten ein PIM-System, wir hatten auch alle für den Online-Bereich alle wichtigen Informationen drin. Für den Print-Bereich eher weniger Informationen. Das heißt, wir wussten, auch da haben wir wirklich viel zu tun. Menschen ist auch ein ganz wichtiger Baustein. Unser Grafikteam, der Katalog ist das Baby vom Grafikteam. Es wurde in vielen Jahren aufgebaut. Und als wir gesagt haben, okay, es gibt jetzt eine semi-automatische Katalogerstellung, war erstmal der Schrei groß. Dann kursierte Katalog auf Knopfdruck. Das war ganz furchtbar. Haben wir das schon mal ein bisschen gedämmt. Das heißt also semi-automatisch, unsere Grafiker können weiterarbeiten. Und das alles so im Einklang. Wir haben sehr viele interne Workshops gemacht und haben dann aber auch unsere Zieldefinition beschrieben in den verschiedenen Workshops. Und wir wussten genau, wir wollen zwar so weit wie es geht automatisieren, in bestimmten Bereichen können wir aber nicht zu 100% automatisieren. Das wussten wir. Deswegen auch semi-automatische Katalogerstellung. Und wir wollten Standards haben. Wir wollten unsere Standards haben, wo wir genau unsere Prozesse optimiert niedergelegt haben und danach auch leben. Das kann Rodenberger, wir mussten sie eben nur optimieren. Skalierung, ganz wichtig, genauso wie im PIM-System. Wir hatten immer ein Leuchtturmprojekt bei Rodenberger angefangen, dann über die Ländergesellschaften bis hin zu den Marken. Und genau das sollte auch mit der Katalogerstellung eben genau der gleiche Weg gegangen werden. Genau. Dann der Lösungsansatz. Dafür gebe ich mal zu Patrick. Genau, der Lösungsansatz. Also wir von der Passionate sind dann, mit Rodenberger zusammen zusammengekommen und haben geschaut, wie können wir denn jetzt dieses Projekt am besten umsetzen. Also welches Konzept steckt letztendlich dahinter? Und ja, wir haben uns auf die Themen nochmal fokussiert, die wir am Anfang schon gehört haben in der Ausgangssituation. Wir wollen uns auf die Menschen, die Prozesse und auch auf die Technologie fokussieren, weil das Wichtige ist einfach, dass man die Menschen, die dahinter stehen, die mit dem Projekt nachher arbeiten, beziehungsweise mit der Lösung, dass man die mitnimmt und dass die nicht einfach, eine Lösung jetzt hier hingeworfen bekommen und dann muss man damit arbeiten und damit leben und man weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt? Und für uns ist es ganz wichtig, wie gesagt, dass wir die Menschen mitnehmen. Wie haben wir das gemacht? Wir sind ganz grundsätzlich in der Corona-Situation gestartet. Die Workshops haben online stattgefunden, aber das hat auch super funktioniert. Wir haben immer den direkten Austausch gesucht und in den Workshops halt die verschiedenen Anforderungen, die an die verschiedenen Kataloge, wir haben jetzt drei verschiedene Katalogtypen analysiert und dabei die verschiedenen Anforderungen niedergeschrieben. Das haben wir dann nach Best Practice konzeptioniert, haben uns angeschaut, was gibt es da für verschiedene Bauteile und haben diese dann Stück für Stück umgesetzt. Also es fängt dann an mit erst der Installation von dem System, mit der ersten Datenanbindung, also das ContentSurf auch mit der PrintSuite nachher spricht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben das ContentSurf, das ist eine Cloud-Umgebung, eine SaaS-Umgebung. Und da haben wir auch geschaut, dass wir entsprechend die Bilder reinkriegen, dass die Assets synchronisiert werden. Und so haben wir dann nach und nach die Lösung aufgebaut. Wir haben dann Platzhalter erstellt, Templates erstellt, also immer so die ersten kleinen Steps. Und dann sind wir hingegangen und haben das Rodenberger zur Verfügung gestellt. Und Rodenberger kann dann nach und nach mit diesen ganz kleinen Increments, die wir dann immer bereitgestellt haben, die Lösung, ausprobieren. Also
es ist nicht direkt die vollständige Lösung, aber man kann direkt schnell sehen, ja, was kommt denn dabei raus und wie verhält sich die Lösung. Man kann lernen, wie man damit arbeitet und vor allen Dingen das Wichtige dabei, dass man dann Vertrauen schafft. Also wie kann ich denn später überhaupt meine Kataloge erstellen und wie werde ich später arbeiten? Also was habe ich dann davon? Vor allen Dingen die Angst nehmen. Am Anfang, was erwartet mich da? Ungewisse. Muss ich jetzt um meinen Job bangen, weil jetzt alles wegrationalisiert wird? Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da direkt im Austausch stehen und ja, den Kunden Rothenberger sofort und ja, immer mitnehmen. Wichtig ist auch noch die Datensicherheit an der Stelle. Da haben wir jetzt natürlich den schönen Vorteil, dass wir hier alles aus einer Hand kriegen. Wir haben ja intern mit den Parsonet-Kollegen das Content-Surf-PIM umgesetzt und wir konnten dann direkt identifizieren, gibt es denn hier noch Themen, die berücksichtigt werden müssen für die Katalogproduktion, die so noch nicht abgedeckt sind in dem PIM-System. Da gab es ein paar kleine Themen, aber das war dann gar kein Thema, das umzusetzen. Und wir haben dann auch einen Testdatensatz definiert und geschaut, dass diese alle Use Cases, die die Kataloge nachher abdecken sollen, dass die damit enthalten sind und haben dann dagegen getestet, haben geschaut, was ist da drin, was kommt nachher raus, gibt es eventuelle Transformationen in den Daten und so sind wir dann immer weiter vorangegangen und ja, die Datensicherheit ist einfach ein wichtiges Thema, da haben wir direkt von Anfang an drauf geschaut. Ja, und zu guter Letzt natürlich die Zukunftsfähigkeit, also es reicht nicht einfach eine Lösung hinzustellen und in 2 Jahren stellt man fest, okay, wir haben jetzt hier zwar eine Lösung, aber die können wir so gar nicht mehr nutzen, wir haben geänderte Anforderungen. Wichtig an der Stelle ist, dass wir schon einen Schritt vorausdenken und schauen, was könnte denn in Zukunft vorkommen, was könnte in Zukunft das Thema sein, was wir jetzt schon berücksichtigen können, damit wir später nicht einen riesen Aufwand haben, um ja, ich sag mal, neue Funktionen bereitzustellen. Und ein Thema ist zum Beispiel, dass wir die Lösungen möglichst generisch gemacht haben. Das heißt, wir haben geschaut, ja, es gibt jetzt zwar bestimmte Datensätze aus dem Content-Surf-System, die wir anbinden wollen, aber es kann ja auch sein, dass später noch andere genutzt werden sollen. Und dahingehend haben wir die Lösung so dynamisch aufgebaut, dass jetzt Rothenberger selbst in der Lage ist, diese neuen Daten zu nutzen und damit auch, ich sag mal, Platzhalter und vor allen Dingen dann auch Templates dahingehend selbstständig anzupassen, dass sie damit direkt arbeiten können. Also da ist dann auch eine gewisse Unabhängigkeit und so kommen sie dann auch viel schneller ans Ziel. Genau, und das sind die Punkte, auf die wir uns dann letztendlich fokussiert haben. Und ja, wie sieht das ganze Ergebnis dann aus? Also wie sehen die Kataloge aus? Da gebe ich nochmal an dich. Genau, also man muss dazu sagen, wir haben ja bestimmt ein Jahr Vorarbeit geleistet, haben schon Rothenberger intern uns über wirklich Templates Gedanken gemacht und die ganze Vorarbeit, wie gesagt, hat 1,5 Jahre die Umsetzung dann mit euch, ja, maximal ein Jahr gedauert, ein Dreivierteljahr ungefähr. Und rausgekommen sind 3 Typen von Katalogen, einmal unser Hauptkatalog, haben wir auch hier schon fertig gedruckt. Hat, glaube ich, 388 Seiten, genau 388 Seiten. Gibt es jetzt schon auf Deutsch und Englisch. Wie gesagt, die anderen Sprachen kommen jetzt nach und nach. Ist jetzt Content- und Übersetzungsjob, das Ganze fertig zu machen. Die Daten sind vorhanden, der Katalog funktioniert. Genauso ein Kompaktkatalog haben wir jetzt nicht dabei, ist auch nur als PDF. Wird an Kunden rausgeschickt. Klar, vom Zyklus her, Hauptkatalog wird einmal im Jahr gedruckt. Der Kompaktkatalog kommt darauf an, wie sich die Preise ändern. So 1, 2, 3 Mal im Jahr gibt es da schon eventuell Änderungen. Der Kompaktkatalog wird nahezu vollautomatisiert ausgegeben. Also da sind Änderungen wirklich eine Leichtigkeit. Kälte-Klimakatalog ist noch eine Besonderheit. Ist ein Auszug aus den wichtigsten Produkten aus dem Hauptkatalog zum Bereich Kälte-Klima. Kann ich den mal rumgehen lassen? Kann ich gerne rumgehen lassen, ja. In welchem Auflagenbereich? Ja, das ist eine gute Frage. Für Deutsch und Englisch haben wir jetzt, glaube ich, die 100.000, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, die anderen Länder, es folgen jetzt 2 in Kürze, oder was heißt in Kürze, aber jetzt als nächstes. Das ist alles dann länderspezifisch, das läuft jetzt nicht über Rothenberger Deutschland. Genau.
wie Patrick schon richtig gesagt hat, wir haben auch die Möglichkeit, das Design zu ändern. Und genau das haben wir auch für den Hauptkatalog 2023 gemacht. Also wir hatten wirklich viele Jahre lang immer das gleiche Design. Jetzt haben wir in diesem Zusammenhang auch das Design geändert. Ist noch sehr angelehnt an das alte Design, aber nach und nach wollen wir das Ganze auch aufhübschen, modernisieren und auch andere Formate rausbringen. Also wir haben Händlerflyer, die wir erstellen, was wir auch darüber abbilden können. Highlight-Flyer, also da ist oder sind jetzt uns keine Grenzen mehr gesetzt. Die Basis ist da und wir können halt wirklich es skalieren. Genau. Bei dem Hauptkatalog, den Sie jetzt nicht vollautomatisiert machen, wie ich es gerade gelernt, welchen Automatisierungsgrad haben Sie denn da? Es kommt noch später, würde schätzen so 70-75%. Es war aber auch eine bewusste Entscheidung. Wir haben einen Marketinganteil im Katalog selbst drin. Klar, Störer werden noch manuell gesetzt, wenn wir da irgendwas noch bewerben wollen. Aber da gilt es jetzt auch nachzuziehen und dann zu dem 2024er Katalog dann eben noch weiterzugehen, um den Automatisierungsgrad, soweit es geht, eben anzuheben. Genau. Genau, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer ins Detail. Wir haben ja jetzt hier nur die Cover. Wie sehen denn letztendlich die Produktseiten aus? Wir haben da mal was mitgebracht. Und zwar sehen wir jetzt hier eine Doppelseite mit zwei verschiedenen Raster. Einmal ein vollseitiges Raster und einmal ein Viertelraster. Und das ist jetzt mal, sag ich mal, für eine Doppelseite die Basis, wie die Templates erstellt werden sollen, also welche Größen wir vor allen Dingen brauchen. Also es gibt sehr viele, das ist jetzt nur ein Beispiel davon. Und dafür wurden dann entsprechende Templates erstellt. Die sehen jetzt in dem Fall so aus. Wir haben hier entsprechend Produkttexte, wir haben Assets, wir haben Icons. Es gibt auch verschiedene Tabellen. Übrigens da der spannende Teil noch bei den Tabellen, das sind direkte Flex-Tabellen aus ContentServe. Das heißt, die sind nicht extra programmiert oder, sag ich mal, customized in der Print-Suite, sondern die kommen direkt eins zu eins aus dem ContentServe-System. Und da hat Rothenberger vor allen Dingen Basti direkt die Möglichkeit, diese anzupassen, wenn es da mal Anpassungen geben soll. Also ungefähr wie viele Templates gibt es dann? Also insgesamt für die verschiedenen Rastergrößen haben wir, glaube ich, so ungefähr 30 Stück. Und ich sage mal, für die Flex-Tabellen, da haben wir, glaube ich, aktuell so ungefähr 5. Also da gibt es auch. Wo wird festgelegt, welches Produkt kommt auf welches Template, auf welche Seite? Das ist aktuell... Das Produktmanagement. Okay. Genau. Das legt es wo fest? Wir hatten es jetzt für den Projektstart wirklich ganz rudimentär PowerPoint. Wir haben eine PowerPoint genommen von dem PM, wir haben es aufgebaut in der PIM, haben einen Channel aufgebaut. Das heißt, wir wussten genau die Reihenfolge, wurde abgenommen vom Produktmanagement. Es gibt wahrscheinlich in Zukunft, werden wir noch drauf kommen. Du greifst schon voraus, ja. Genau. Wird das auch ausgebaut, aber also es wird in der PIM festgelegt, die Reihenfolge. Und das PM oder das Produktmanagement bestimmt eben, welches Template es bekommt. Okay, und das soll es zukünftig im PIM machen? Nicht im PIM. In der Printlösung, wir kommen da gleich zu. Okay, genau. Genau, also nochmal weiter hier. Wie gesagt, wir haben jetzt die verschiedenen Raster, wir haben die verschiedenen Templates mit allen möglichen Informationen, die es da an der Stelle gibt. Und wenn man die jetzt mit den entsprechenden Produktdaten füllt, dann könnte das so aussehen. Wir haben jetzt hier diese Doppelseite gefüllt mit verschiedenen Daten. Man muss dazu sagen, die Rastergrößen sind so definiert, beziehungsweise die Templates dahinter sind so definiert, dass die niemals die Größe, die sie haben sollen, überschreiten. Also die Größe ist immer fix, deswegen die Rasterelemente, da gibt es keine Vergrößerung, Verkleinerung. Und da wird, ich sag mal, viel mit Gestaltungsregeln gearbeitet und auch mit Magneten, mit Nägeln, sodass das halt immer im Raster bleibt. Und so können wir die Größe gewährleisten. Was jetzt zum Beispiel der manuelle Anteil noch ist, kann ja sein, dass man jetzt sagt, wir haben relativ viele Informationen für ein Produkt, aber wir möchten es jetzt nicht so groß präsentieren, wir möchten es nicht so groß bewerben. Da muss man natürlich schauen, dass die Inhalte da, entsprechend auf den Platz, den es zur Verfügung gibt, angepasst wird. Aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, welches Produkt welche Größe bekommen soll. Genau, das
so sehen letztendlich die Seiten aus. Ja? Eine Frage zu der Ganzseite. Sind die Zuordnung mit den Linien zu dem Bild, also die Merkmale zu dem Bild, sind die dynamisch erstellt oder ist das vielleicht ein platziertes PDF im Hintergrund? Also bei dem speziellen Fall ist es so, wir platzieren das Bild, wir platzieren auch die Texte. Die Texte werden aber nicht automatisch so positioniert, wie man es jetzt hier sieht. Die werden, sage ich mal, direkt auf das Bild platziert und da gibt es dann auch den manuellen Anteil, wo die Texte an die richtige Position gebracht werden. Aber die Texte an sich kommen auch aus dem System. Genau, letztendlich, was haben wir mit dem Projekt erreicht? Wir haben eine Automatisierung von ca. 75%. Wir haben es gerade schon gehört. Grundsätzlich werden die Produktseiten komplett aufgebaut. Wir haben die Lösung gerade im Komet Desktop, also im InDesign Desktop. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, die aus der Produktpalette rauszuziehen, die Daten. Oder es gibt auch eine Version, vor allen Dingen beim Kompaktkatalog, wo wir einen Listenaufbau haben, wo man, ja, ich sag mal, direkt mehrere Produkte auf einmal ausgeben kann. Und es gibt halt die bewusste Entscheidung, dass noch, ich sag mal, die ein oder andere Sache manuell gesteuert wird. Aber da gibt es natürlich auch Potenziale, das entsprechend noch weiter zu automatisieren. Und des Weiteren, wir haben es auch schon gerade gehört, die Lösung ist zukunftsfähig. Die PrintSuite ist eine solide Basis, mit der man ganz einfach auch auf die nächste Stufe gehen kann, wenn man möchte. Und natürlich auch skalierbar aktuell bei Rothenberger wird, ich sag mal, ja, mit einer kleinen Gruppe an dem Projekt gearbeitet, mit einer kleinen Nutzerzahl. Aber das kann man natürlich auch entsprechend skalieren. Genau. Dann die Produktdaten kommen jetzt für die Produkt oder für die Produkte komplett aus der PIM. Das ist für uns essentiell. Es war ein Kraus, ich habe es gestern im Vortrag gehört. Die Produktwelt, die Korrekturvorschläge von den Produktmanager kamen an die Grafik in jeglicher Form. Also das, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Und jetzt weiß der Produktmanager, er sieht einen Fehler, er kann es direkt in der PIM verbessern. Und das Ganze wird automatisiert im Katalog dann ausgegeben. Wir haben jetzt nur noch eine Single Source of Truth, das ist die PIM, keine zwei Prozesse mehr nebenher. Ist ein sehr smarter Prozess, den wir definiert haben, er funktioniert, ist auch skalierbar auf die Länder und auf die Marken. Also das Ergebnis ist doch sehr, sehr positiv. Klar gibt es gerade was das Thema Automatisierungsgrad oder Flex-Tabellen, da gibt es immer noch Potenzial nach oben, das wissen wir. Aber der 2024er Katalog kommt auch und bis dahin soll das auch optimiert werden. Genau. Genau. Wie ist der Ausblick? Also wie wollen wir weitermachen? Wir sind zwar jetzt hier schon an einem sehr guten Punkt, mit dem man produktiv arbeiten kann, aber wir möchten das doch entsprechend weiter ausbauen. Genau, also ich hatte es schon angesprochen, Internationalisierung. Deutsch und Englisch ist jetzt schon live gewesen, beziehungsweise gedruckt. Es kommen jetzt zwei Länder nach, die jetzt immer noch übersetzen. Alle anderen Länder übersetzen auch in der PIM. Nach und nach rollen wir das aus, damit wir eben für jedes Land in der jeweiligen Sprache, auch mehrsprachig, die Kataloge erzeugen können. Haben wir bisher immer nur mit deutschen Katalogen gearbeitet? Teilweise ja. In den USA und... Teilweise ja, teilweise haben wir die offenen Daten übergeben und das wurde manuell übersetzt. Und das soll jetzt alles eben in der PIM stattfinden. Das ist halt die Problematik war am Anfang, dass wir wirklich nur die artikelspezifischen Texte drin hatten, die auch alle übersetzt waren, allerdings nicht die produktspezifischen. Das dauert jetzt, aber die Länder sind glücklich, dass sie jetzt wirklich mal eine Basis haben, worauf sie aufbauen können und wir alle mit einem System arbeiten. Und genauso wird das auch für die Marken laufen. Die Marken, wir sind noch am Onboarding von verschiedenen Marken und die nächsten Schritte werden auch eben die semi-automatische Katalogerstellung. Genau, also was auch noch wichtig zu erwähnen ist, wir möchten dann auch gerne auf das Workgroup-Szenario upgraden. Also nicht nur im Komet Desktop, sondern vor allen Dingen auch in der neuen NeoWise-Oberfläche arbeiten und da vor allen Dingen das Grid-Planning, der ein oder andere hat es vielleicht gestern gesehen, nutzen, weil dann wird nämlich die PowerPoint-Lösung obsolet. Es können direkt die Produkte in dem Raster verplant werden in dem Online-Tool und so kann dann auch, ich sag mal, ein Produktmanager direkt sehen, wie sieht es denn aus, wenn ich die Daten platziere, kann diese Kataloge entsprechend erstellen
und so dann, ja, ich sag mal, noch wesentlich schneller zur Katalogerzeugung kommen. Genau, und das sind unsere nächsten Punkte. Ja, und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es denn noch Fragen? Wie werden Sie das zukünftig machen bei den Sprachversionen? Sprachwechsel oder komplett neu ausleiten oder updaten nur? Wie ist da Ihre Strategie? Wir werden komplett neu ausleiten. Hat den Hintergrund, wir haben verschiedene Product Ranges für die verschiedenen Länder. Wir haben auch teilweise länderspezifische Artikel, die wirklich nur in diesem Land verkauft werden. Deswegen werden wir Channels erstellen pro Land, sodass die aber auch autark dann im System selbst arbeiten können und jedes Land dann auch für sein Product Range verantwortlich ist. Ja. Okay. Bitte? Okay. Mal eine generelle Frage. Wie sehen Ihr Steuerunternehmen die Zukunft Print, digital, spielt Print dann noch eine Rolle überhaupt für euch in Zukunft oder wie seht ihr das? Also ich kann nur sagen, Print wird eine Rolle weiterhin spielen. Wir hatten auch überlegt am Anfang bei dem Projekt, oder es kam die Überlegung, brauchen wir überhaupt einen Katalog? Brauchen wir jedes Jahr einen Katalog? Brauchen wir alle 2 Jahre? Dann kam eben auch das Thema, brauchen wir überhaupt einen Katalog? Wir können das alles online abbilden. Also wir brauchen einen Katalog. Wir sind komplett im B2B-Bereich ansässig und vertreiben nur B2B. Und wir haben auch eine Umfrage gemacht und auch die Kunden sagen, also sie brauchen den Katalog. Und selbst der Endkunde selbst sagt, wenn er bei sich in der Firma sitzt, dann will er im Katalog abblättern. Das heißt also, das wird nicht in der Branche ist das üblich. Ich glaube, das wird weiterhin so. Ja, positiv. Für die Internationalisierung wollt ihr da das TMS von Contentsurf nutzen oder wollt ihr da eine separate Lösung nehmen? Haben wir von Contentsurf. Wir haben DeepL mit angebunden als Pre-Translation. Mit Parsonate gibt es dann noch ein anderes Projekt bezüglich KI-Texterstellung. Eventuell kann man das auch für die Übersetzung verwenden. Ist alles offen. Genau. Noch eine Frage zur Übersetzung. Werden da jetzt auch Translation-Management-Systeme eingebunden oder wird das noch traditionell übersetzt? Nee, das ist im ContentSurf selbst, im TMS. Ah, okay. Haben wir DeepL als Pre-Translation eingebunden und die jeweiligen Länder bekommen dann eben die Übersetzung angezeigt, die vorübersetzende Übersetzung und geben diese frei oder korrigieren. Okay. Ja. Wenn im PIM die Daten jetzt alle zentralisiert wurden und auch die Länder in diesen Channels arbeiten, was ist der Grund, dass die Verplanung der Einzelnen und auch die Einstufung nach Einzelseiten oder kleineren Produkten noch außerhalb des PIMs erfolgt? Es passiert ja aktuell außerhalb des PIMs, weil wir die Lösung, ich sag mal, das Grid Planning noch nicht eingeführt haben. Das soll ja eingeführt werden. Ich sage mal jetzt generell, die Frage ist jetzt, was meinen Sie außerhalb des PIMs? Welchen Produktmanager bitte im PIM zu pflegen, alle seine Daten, muss er jetzt ja noch für die Verplanung in ein zweites Tool wechseln. Ist das nicht sinnvoll, dann auch es direkt im PIM zu definieren, in welcher Reihenfolge er welche Produkte haben möchte? Es wird ja jetzt schon über die Channels entsprechend geregelt. Und wie gesagt, das ist halt über die Web-Oberfläche wesentlich komfortabler. Also es gibt ja im, zumindest jetzt in dem ContentSurf-PIM, so eine Verplanungsmöglichkeit gar nicht. Okay, danke. Okay, dann vielen Dank. Dankeschön.